Ich darf heute hier im Bildungs-TV-Studio den amtsführenden Landesschulratspräsidenten von Oberösterreich, Hofrat Fritz Enzenhofer, begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie da sind. Ich bedanke mich für die Einladung. Sie sind jetzt seit 17 Jahren Landesschulratspräsident und wir haben uns gedacht, wir fangen einmal ganz von vorne an. Sie sind am 10. Juli 1956 in Traun auf die Welt gekommen, sind dort in die Volksschule gegangen, haben dann das BG in der Kevin-Hüller-Straße besucht, sind dann in der Honauer Straße in die Schule gegangen und haben dann maturiert. Stellt sich natürlich die Frage, waren Sie denn ein guter Schüler? Haben Sie die Schulzeit genossen? Ich war kein sehr guter Schüler. Das sage ich nicht aus Stolz, sondern weil es einfach so war. Ich habe gute Lehrer gehabt, ich habe gute Professoren gehabt. Ich habe auch einmal versagt. Ich habe Nachprüfungen gehabt, ich habe einmal wiederholt. Und ich kann eigentlich über die Lehrer, die ich hatte, wirklich in Summe nur Positives sagen. Also ich war kein Ekler als Schüler, ich war ein Spätentwickler, ich war mit 16 so groß, dass mich fast jeder Polizist vom Moped heruntergeholt hat, weil er mir nicht geglaubt hat, dass ich schon fahren darf. Also es war in Ordnung. Was war so Ihr schwächstes Fach? Darf man da vielleicht nachfragen? Klassisch Mathematik oder? Ich könnte mehr aufzählen. Okay, verstehe. Ja, da könnte ich mitreden. Nach der Matura dann die Entscheidung, Sie wollen Lehrer werden. Woher haben Sie gewusst, das ist Ihre Profession? Zum einen, weil ganz einfach der Umgang mit Menschen mir einfach wahnsinnig sympathisch ist. Ich bin ins ORG und die Honauerstraße gegangen. Das war ein Klassiker für die Lehrerausbildung. Da sind dann viele in die Pädagogische Akademie weitergegangen. Aber eigentlich hat mich der Lehrberuf immer sehr fasziniert. Mein Vater war Fleischhauer, ein sehr belesener Mensch. Ich kenne wenige Fleischhauer, die Hermann Hesse gelesen haben. Er wollte eigentlich aber immer Lehrer werden. Mein älterer Bruder ist Architekt geworden, meine Schwester Juristin, die andere Goldschmiedin. Also wir haben es auch mit dem Grafischen ein bisschen mitbekommen und mit dem Künstlerischen. Ja, und für mich war es eigentlich ziemlich klar. Daher die Wahl der Gegenstände, künstlerisch, also Sie waren ja dann Zeichenlehrer und Deutschlehrer. Also die Fächerwahl dann aufgrund dieser künstlerischen Ader in der Familie, oder? Natürlich, natürlich. Schon. Ich wollte eigentlich Architekt werden. Okay. Nur mein Vater hat gesagt, einen Architekten haben wir schon. Da habe ich gesagt, da wäre ich Jurist. Da habe ich gesagt, da haben wir auch schon. Schwierig, wenn man nicht der Erstgeborene ist. Ja. In der Stunde meiner Geburt hat mein Bruder zu meinem Vater gesagt, Papa, haben wir den nur notwendig gehabt. Sehr sympathisch. Ja. Ist mal so. Ja, auf jeden Fall der Lieblingsbruder dann anscheinend. Ja, Sie haben ja dann auch unterrichtet, Sie waren in zwei Hauptschulen tätig. Ihre persönliche Einschätzung, waren Sie ein guter Lehrer, strenger Lehrer, beliebter Lehrer, pünktlicher Lehrer? In der ersten Schule, in der ich zu unterrichten begonnen habe, das war die damals HS 8 Hinsenkampplatz, Nachbarschaft zum jetzigen Landesschulrat, das war eine Schule, wo es erst eine erste Klasse gab, die gemischt war. Sonst gab es nur Mädchen. Lang, lang ist's her. Ja. Die Frau Direktor hat mich nicht sehr erwartet, wie ich mit den Turnschuhen und der Jeans und dem Leiberl gekommen bin. Eben im Juni nach dem Zivildienst war sie von mir nicht sehr erfreut. Aber ich glaube, es hat sehr rasch geklappt. Ich habe natürlich vieles unterrichtet, nicht nur meine Gegenstände. Und ich wurde sehr lieb aufgenommen. Und die Kolleginnen waren, so wie der Lehrkörper jetzt ist, es wiederholt sich, über 50. Das heißt, wenn ein junger Bursch kommt, hat er schon mal einen Masen gehabt. Und wir haben sehr schnell uns gefunden.
Und mit den Schülern? Also die haben dann auch das so nicht gekannt, so einen jungen Burschen, der einen sagt, wo es lang geht? Naja, da hat man natürlich einen Vorteil. Wenn du dann jung bist und du bist da, du bist der Mann, du bist der einzige Lehrer in der Schule. Also der coole Typ. Da hast du einen Vorteil. Ich habe aber auch dann später in einer anderen Schule unterrichtet, auch mit einer großen Leidenschaft. Ja, es wird schon Schüler gegeben haben, die gesagt haben, nicht schon wieder der Enzenhofer. Es wird aber, glaube ich, so, oder so hoffe ich, mehr Schüler gegeben haben, die sich an den Enzenhofer noch positiv erinnern. Gibt es da nur irgendwelche Kontakte zum alten Lehrkörper ja, oder zu alten Schülern schon? Gut, so soll es sein. Lehrkörper und Schüler. Sie haben sich dann trotzdem dazu entschieden, weg von der Schule, raus aus der Schule, rein in die Politik. Sie sind jetzt seit, Ihre Laufbahn darf ich jetzt nicht zusammenfassen, es würde ein bisschen den Rahmen sprengen, aber seit 2001 Landesschulratspräsident, amtsführender Landesschulratspräsident, haben vom Hannes Riedl dieses Amt übernommen. Der war vor Ihnen 12 Jahre auf Ihrem Sessel sozusagen. Wie ist denn da so der erste Tag? Was macht man da? Schaut man mal, ob die Möbel passen oder es sind ja große Fußstapfen, in die Sie da getreten sind. Das ist ja einerseits Bürde, andererseits natürlich auch die Möglichkeit, man bringt da einen frischen Wind rein. Wie ist da das Gefühl? Das Gefühl war, nachdem ich Hannes Riedl ja auch schon lange kannte, nicht das Problem, ob das Mobiliar passt. Das hat er super ausgesucht, ist heute noch fast dasselbe. Wirklich? Das ist toll, auch charmant. Wirklich toll. Ja, zum Ersten, man kennt ja die handelnden Persönlichkeiten aus dem Vorleben. Man ist ja nicht neu. Und die Leute haben mich auch gekannt. Aber es ist schon ein besonderes Gefühl, wenn man weiß, dass man diese Verantwortung jetzt übernimmt. Das ist schon etwas anderes, als zu kommentieren. Plötzlich für 20.000 Lehrer und 200.000 Schüler verantwortlich sein und für 1.000 Schulen, das spürt man schon. Ja, und das ist ja nicht nur dann, wenn es schöne Zeiten sind, sondern auch, wenn es nicht so schöne Zeiten sind. Die sucht man sich ja nicht aus, denke ich mir. Die passieren gerade jetzt Schulschluss permanent, ist irgendetwas, wo man sagt, das gibt es nicht, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es trifft in der Schule eigentlich das gesamte Leben zusammen. Daher hat man auch nicht nur vom Lernen her und von der Schule her, sondern vom gesamten Zusammenleben das Spektrum total. Und das erlebt man eben täglich. Wenn Sie sagen täglich, wie darf man sich denn so einen typischen Tag als Landesschulratspräsident vorstellen? Der Tag ist sehr streng geplant. Wir haben gewisse Lücken dazwischen. Da geht es um Viertelstunden, wo ich mit meinen Leuten, mit meinen Mitarbeitern Gespräche führen kann. Und eben auch spontane Telefonate, da muss man halt schnell unterscheiden, wo ist es wichtig und wo ist es dringend. Nicht alles, was dringend ist, ist wichtig und umgekehrt. Aber es ist der größte Betrieb Oberösterreichs. Aber das heißt, es sind viele unterwegs, es fängt in der Früh an bis oft in die Nachtstunden. Wahrscheinlich. Nachmittag, Vormittag, ich voll. Ich beginne mit dem Angenehmen. Ich gehe aus dem Haus, draußen steht ein Auto, ein Chauffeur. Ich steige ein und beginne zu arbeiten. Meistens schon vorher, weil es Telefonate vorher auch schon gab. Dann werden Termine eben in der Reihenfolge wie geplant auch absolviert. Man nimmt ja von jedem Termin irgendetwas mit. Eine Anregung, einen Wunsch, einen Gedanken, eine Forderung, auch die muss man da umsetzen. Zwischendurch, man hat Mitarbeiter, das schaut toll aus, aber die kommen ganz schön dran, also die sind sehr gefordert. Die müssen auf Zuruf mehr oder minder die Situationen erfassen und schon umsetzen, bevor ich überhaupt eine Umsetzung angesagt habe. Das heißt, das Team ist auch ganz, ganz wesentlich. Dauert bis 23 Uhr, 24 Uhr. Ja, wenn es schön ist, dauert es vielleicht auch einmal ein bisschen länger.
Ja, Sie haben jetzt in diesen 17 Jahren so einiges miterlebt, ob das jetzt die Bildungsstandards waren, die neuen Mittelschulen, die Pädagogenausbildung neu. Da gab es unzählige Veränderungen. Ich will jetzt gar nicht auf die Einzelnen eingehen, aber wie ist denn das? Zum einen gestalte ich ja mit. Wenn man so lange ein Geschäft innehat, dann hat man ja auch gewisse Verantwortungen, auch österreichweit zu tragen. Die habe ich sehr gerne wahrgenommen und da habe daher natürlich einiges von dem, was gelaufen ist, speziell im politischen Bereich, natürlich mitgestaltet. Man hat viele fachkompetente Mitarbeiter, wenn Sie jetzt an Lehrpläne oder Ähnliches gehen, ich bin nicht der Oberlehrer der Nation. Ich kann Ihnen nicht jeden Lehrplan aufsagen, das geht nicht. Da gibt es Fachleute. Aber es ist schon so, dass man ziemlich flexibel sein muss. Und offen sein muss, dass Menschen, die auf einen zukommen, ob sie jetzt ein inhaltliches Anliegen haben oder ein persönliches, sehr betroffen sind, positiv oder negativ. Und das ist das Schöne an dem Beruf, dass man sich darauf einstellen kann. Ja, Sie müssen sich ja jetzt wieder auf Veränderungen einstellen. Der Tag naht, den Landesschulratspräsidenten wird es ja nur mehr bis 31. Juli geben. Das ist Tag X. Das heißt, da gibt es jetzt neue Veränderungen in Ihrem Leben. Ich gehe davon aus, große Veränderungen. Es wird komisch werden, wenn der Chauffeur nicht mehr vorm Haus steht und wartet. Wie geht es Ihnen da? Lachendes Auge, weinendes Auge, beides? Beides. Also vom Beruf her würde ich noch weitere 17 Jahre weitermachen. Rein altersmäßig nein. Politische Veränderungen gibt es auch in diesem Bereich. Änderungen auf Bildungsdirektionen, nicht mehr amtsführender Präsident. Ich bin der letzte Mohikaner, es gibt keinen mehr. Ich bin der letzte Präsident. Sie haben Geschichte geschrieben. Ich bin auch der drittlängst dienende der Zweiten Republik. Das ist ja auch ganz interessant. Wenn man das so ein bisschen repliziert, denkt man sich, um Gottes Willen. Wie alt bin ich eigentlich? Ja, wirklich. Aber da gibt es Veränderungen. Ich möchte jetzt, das würde den Rahmen sprengen, das nicht kommentieren, was ich davon halte. Ich persönlich glaube aber, dass es wesentlich ist, dass es in der Bildungspolitik Verantwortungen gibt, die auch von Personen wahrgenommen werden. Nicht von Institutionen, auf die kann man sich ausreden. Nicht von irgendwelchen Gremien, egal wie immer. Sondern es muss immer eine Person dastehen, ob es jetzt in der Schule der Lehrer ist, der Leiter ist, ob es der Pflichtinspektor ist, egal wie immer. Es muss immer um Personen gehen, die sich verantwortlich fühlen. Und ich hoffe, dass es in Zukunft auch gelingen wird, dass diese Verantwortlichkeiten auch wahrgenommen werden. Ich persönlich bereite mich auf eine Veränderung vor, bin ja auch ein halber Wiener oder ein Drittel Wiener, weil meine Frau Wienerin ist und ich lebe auch in, haben zwei Wohnsitze. Werde in Wien Funktionen übernehmen. Habe die Verantwortung für die christliche Lehrerschaft Österreichs übernommen. Das nehme ich auch wahr. Sind ja immerhin 20.000 Lehrer. Aber es wird sich total verändern. Da bin ich mir sicher. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, 1. August, man wacht auf, gleich mit der kurzen Hose am Fischteich oder mit der Badehose auf die Yacht oder wo geht's da hin? Man darf ein bisschen Urlaub darf man machen und das einmal kurz genießen, dass der große Stress jetzt trotzdem einmal so durchatmen, ist jetzt ein bisschen vorbei. Ja, wir sind dann 2 Wochen mit Freunden, 10 Tage mit Freunden auf Urlaub. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich fürchte mich ein bisschen schon vor dem 1. August. Das gebe ich schon zu. Darf man auch. Ich glaube, da geht es jedem so oder wird es jedem so gehen. Aber Sie haben eine Frau, die wird Sie sicher auffangen und zu beschäftigen wissen. Frauen können das. Und ich gehe davon aus, Sie haben zahlreiche Hobbys, denen Sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr nachgehen können. Ich habe nicht zahlreiche Hobbys, weil ich denen nicht nachkommen konnte. Wahrscheinlich wird es das Zeichnen wieder sein. Sport, naja.
Schauen. Naja, nein, ich bin eher Tennis vielleicht wieder beginnen. Familie in der Nebenwohnung, meine Nichte mit Zwillingen, die herüberkommen, auch in Wien. Also, ich sage es aber jetzt, und das dürfte ich als Präsident des Landesschulrates nicht sagen. Ich bin eigentlich nicht der geborene Opa, Papa. Papa, Opa, egal wie immer. Sondern ich mache das gerne, ich sehe sie gerne, ich mache mit ihnen gerne etwas. Aber ich glaube, dass sich mein Leben nicht vom Kalender der anderen bestimmen lassen wird. Das ist jetzt lange so gewesen. Jetzt bestimme ich ihn selbst. Nutzen Sie es. Trotzdem noch viel Erfolg für die weiteren Aufgaben. Es hat mich wirklich immer sehr gefreut, mit Ihnen Interviews führen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch alles, alles Gute und vielleicht sieht man sich ja wieder mal. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche Ihnen und euch alles Gute. Ihr habt eine hervorragende Aufbauarbeit geleistet. Es ist ein Teil dieser 17-jährigen Geschichte, dass es diese Möglichkeit gibt, einzigartig. Die haben wir sonst nicht in Österreich. Die haben wir, soweit ich weiß, auch in vielen Ländern nicht. Und Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, für die ich mich stellvertretend für alle anderen, auch die hinter der Kamera stehen, sehr, sehr herzlich bedanke, weil es ein medien- und bildungspolitisches Profil ist, ein pädagogisches Profil, das Sie mitbringen, das man sonst eigentlich nirgendwo finden kann. Daher herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Ich nehme es gern an. Dankeschön, Herr Präsident.